Weise immer mehr gelesen, ne? Und die Theologie quasi besser verstanden. Da habe ich dann gesagt, ach so, ah, jetzt verstehe ich, was die meinen mit ein Hallo an alle anderen. Merkst du nicht, wie oft wir Salam Aleikum sagen und die sagen Aleik? Ja, das ist schon wie so, kennst du Meme? Das ist schon wie ein Meme Genau. geworden. Yani, die kommen jedes Mal rein, ich sage, Salamu alaikum, und die so, wa Wa alaikum. Und ich immer alaikum. so, genau, wa alaikum. Oder ich fange auch Leute, an zu lachen. ich kann euch nebenbei nur eine Sache empfehlen, und zwar auch, es ist vegetarisch, für diese eine mit kurzen Haaren, wenn sie auch mal hochkommt, irgendwann, vegan Tante. Die Veganerin, die Militante, Verrückte. Ja, guck mal, Haribo bunte Tüte ist auch vegetarisch. Hier steht drauf. Vegan oder vegetarisch, Bruder? Veggie, hier steht Ah, Veggie. ach, dann ist es vegan. Noch besser sogar, Jan, für die. Genau, Veggie. Und pass auf, da ist sogar Allah drin. Was? Ah. Akbar. Bruder, mach's auf den Kopf, aber die andere ist also so Dings. Schief ein bisschen, warte. Ja, Genau. genau. Ich habe eine Frage, ne? Bruder, du hast ihn auch gegessen. Machst du dir nicht manchmal so Gedanken, so, ne, was da eigentlich so für kranke Köpfe hinterstecken, die unsere Streams aufnehmen und so? Wahnsinn. Das ist ja Ich könnte mir sogar heftig. vorstellen, dass sie das aufgenommen haben. Ja, sehr wahrscheinlich, weil die haben ja auch voll viele Sachen von gestern und so gepostet. Die Das erwähnen war auch ein sehr, sehr oft Helal-Alarm. Haro. Was meinst du aber auch ein Helal? Bruder, ich habe gesagt, zurzeit erwähnen die sehr oft Harut. Sehr, sehr oft erwähnen die dich. Die nehmen deine Fotos, also die haben wirklich einen Hass auf dich. Amen. Aber für mich, Bruder, für mich hat der Spaß, weißt du, wann aufgehört? Also ich persönlich, ich bin halt so, ich persönlich, als sie dein Bild auf dem Grab gemacht haben. Ja, Das stimmt. yeah. Danke, Finde es Dauer. nicht, ich finde es auch Natürlich. nicht witzig. Also, die können Memes machen, keine Ahnung, bla, aber so auf dem Grab und so. Also, ich finde es nicht witzig. Was Weißt ich du, was aber ich so meine? positiv anrechnen muss bei Uncle Dauer, guck mal, einen Tag bevor mein Gesicht geleakt worden ist, habe ich dem noch geschrieben, so, ey, so, ne, weil der meinte, ey, bitte nimm das Bild nicht mehr von mir mit dem Koran rein. Da habe ich gesagt, okay, alles klar, kann ich verstehen, kein Problem, mache ich nicht mehr. Und ich habe auch gesagt, so, ey, wenn dein Gesicht irgendwann geleakt wird, dann würde ich das auch nicht auf irgendwelche Sachen reinschneiden und so, ne, sowas macht man einfach nicht. Und das habe ich auch bei Edefix nicht gemacht. Und da meinte der so, echt krass und sowas alles, finde ich respektvoll von dir und so. Und direkt einen Tag später, Junge, war mein Gesicht geleakt und die hatten das dann alle so als Profilbild und so und als Bilder, aber der hat es nicht getan. Oder die haben das doch mit Mensa gemacht. Mensa ist noch, guck mal, am selben Tag oder am einen Tag vorher hat Mensa noch, noch mit Tauhid ganz normal geredet, ne? Also ohne Streit, null, null, gar nichts, ne? Also alles geklärt, im Frieden Ja. so, weil Mensa ist ja anders, er ist ja so friedlich. Also, ich sag mal so, Ja. der geht ja gar nicht auf so Streitereien ein oder sonst Das stimmt. irgendwas. So. Und ich habe ihn noch gewarnt. Am gleichen Tag habe ich ihn gewarnt, weil ich habe ihm erklärt, warum einen Tag vorher diese Streiterei war mit Tauhid, bla bla bla. Und er hat gesagt, ja Bruder, ich verstehe dich, nee, du hast recht und so. Ich habe gesagt, okay. Am gleichen Tag, als ich ihm das gesagt habe, was macht in den Raum von Hamdi abends? Die nehmen Mensa sein Bild als Hintergrund und sagen, komm, wenn du ein Mann bist. Und wer war denn das? Tauhid. Brüder, ich grüße Tauhid. euch. Und Gottes grüß Segen, mein dich, Lieber. Gottes Segen, Bruder. Ed. Und da habe ich zu Mensa gesagt, Mensa, während er seinen Hintergrund hat als Profilbild in ihren Raum, ne, sage ich, schreibe ich zu Mensa, Mensa, siehst du? Was habe ich dir gesagt? Er gesagt, Bruder, ich bin gerade Schock. Ich habe gesagt, hör auf mich das nächste Mal. Ich kenne diese Menschen, diese Personen, die kenne ich. Ja, deswegen gehe ich mit denen entsprechend um, weil sie verstehen keine andere Sprache. Das ist das Problem. Am besten mit solchen Kindern gar nicht in eine Plattform geben. Was hast du gestern gesagt, Harold, Bruder? Boah, ich habe viel gesagt, Bruder. Wir wollen Wiederholen. den Kopf der Schlange, ja? Ah ja. Kopf. Warst du gestern, warst du informiert, was gestern eigentlich sein sollte? Ja, Warte, Bruder, Handy. ich höre mich wieder doppelt. Warte, ich gehe kurz runter, warte. Ja, kein Problem. Ich habe den ja angerufen, ne, die ganze Zeit bei Instagram und habe gesagt, so, ey. Bruder, Bruder, ich weiß Bescheid. Alle wissen Bescheid. Er sollte kommen. Er wurde angeschrieben. Du hast das auch alles gezeigt. Pass auf. Warte, ich hole kurz den Bruder hoch. Ja. Wir erzählen ihm am besten alles, weil das ist ja kein Lästern. Wir lästern über niemanden. Wir Ist kein erzählen Lästern, jeder hat es Fakten. mitbekommen. Wieso sollten wir denn lästern in einem Livestream, ne, wo immer die Chance besteht, dass Leute zuschauen? Pass auf. Es ist Folgendes passiert, Bruder. Es war der ganze Tag schon reserviert.
dass Ahmad gegen Hamdi debattiert um 22 Uhr Richtig. bei Genau. Geist.live. So. Und dann bin ich um 21:30 Uhr, so 35, bin ich bei Hamdi reingegangen in seinen Kanal. Und er hat gesehen, dass ich hoch will. Und er hat gesagt: Bruder Harut, Bruder Harut, ich hole dich hoch, aber ich habe keine Kraft mehr. So. Er wollte nicht mit mir debattieren oder diskutieren oder einen Dialog. So, dann hat er mich hochgeholt, habe ich Hallo gesagt. Hat er gesagt: Bruder, und ich will gar nicht reden. Ja, nee, er hat doch schon gesagt, sein Kopf ist kaputt. TikTok hat seinen Kopf kaputt gemacht. Die Leute müssen ins Spital deswegen und und. Auf jeden Fall habe ich zu ihm gesagt: Heute 22 Uhr kommst du? Und da hat er gesagt: Ja, auf jeden Fall. So habe ich gesagt: Guck mal, das ist eigentlich bei Geist.live. Sollen wir das bei jemandem machen, wo das neutral ist? Zum Beispiel bei Debatten-TV. Hat er gesagt: Nee, das passt schon. Der ist in Ordnung. Und ich so: Alles klar, dann bis nachher. Wir warten, wir warten, wir warten. Und alle Dämonen haben sich bei ihm getroffen, ja, ne? Genau. Und die waren so am Zittern, die geistliche Welt. Ja, ne, er hatte auch Angst, alle hatten Angst. Und dann ist einmal Adler ist rein, ich bin rein. Der Abu Al-Kazim, der hat mich gar nicht ausreden lassen. Er hat dich von A Der bis wollte Z mit mir beleidigt, hat so debattieren. ausgedrückt. Abul Qasim ist mit Abstand, glaube ich, der, wo am meisten Dämonen in sich hat, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sogar mehr Dämonen als Hamdi, würde ich Erstmal sagen. beleidigt den Harut von A bis Z. Ich komme da rein, ich komme mit Respekt. Ich bin ruhig, ich denke so, ey, komm, du willst nur das Gespräch, dass es zustande kommt, die Debatte und nicht hier auf Kriegsfuß mit denen. Der redet die ganze Zeit auf mich ein, ah, in deine Bibel, in deine Bibel, ah, komm jetzt hier, komm jetzt da, machst du Debatte gegen mich. Ich sag, Abul Qasim, bitte, hör jetzt auf und so, ne? Irgendwann habe ich gesagt, Abul Qasim, halt jetzt deinen Mund, weil der beleidigt mich auch so, Käfer und sowas alles. Wie, du hast mich beleidigt, ich zeige dir auch schon Beleidigung. Ich denke so, Junge, Alter, denkst du ehrlich, ich habe nicht böse gemeint, nichts gegen meine arabischen Brüder. Ich habe ja viele arabische Freunde, aber ich habe doch keine Angst vor einem 1,50 Meter großen Araber, Mann. Also, was ist denn falsch Bruder, mit euch? der hat gar nicht ausreden lassen. Erst dich nicht, dann mich nicht. Warum? Damit wir nicht an den Kopf gehen. Genau, Kennt ihr diese richtig. Schlangen? Kennt ihr diese Schlangen? Wo haben die es oben? Und hier sind, du musst Richtig. erstmal gegen die Beine noch gewinnen. Ja. Du musst noch Er gegen die ist eine Beine noch geölte gewinnen. Schlange. Und hier ist Hamdi, Richtig. hier ist Hamdi. Und guck mal, ich zeige euch das an einem Beispiel. Ja, ne? Ich habe hier genug Haribus dabei. Zeig mal den Mond, genau. Guck mal Genug hier, Haribus, ne? das war Hamdi. Das war Hamdi. Ne? Und das war Abu Qasim die ganze Zeit. Man musste erstmal an Abu Qasim vorbei. Hier, Richtig. Abu Qasim redet, damit keiner an Hamdi kommt. Ja. Ja, nee, geh doch mal weg hier. Hast du einen Schnuller in deinen Mund oder was? Boss-Status. Er hat Schau gar mal, nicht ne? ausreden lassen. Wir wollten nur fragen, bitte, findet das jetzt statt oder nicht? Du hast versprochen. Ja, das ist Wahnsinn, meine ein Intention. 40-jähriger, 50-jähriger Mann ist in den Boden versunken. Ja, nee. Es ging nur um eine Debatte. Kommst du oder nicht? Und danach sagen die: Ich habe mit Abu Qasim einen Plan, einen Plan. Guck mal, ein Plan. Wird nicht Allah Planer genannt? Listenschmied, Richtig, Täuscher und Betrüger. Listenschmied, ja, Ein Makler. Plan im Verborgenen. Und ja, nee, manchmal ist sein Gesicht, guck mal, da war ein Bild von Fitra Dauer. Und manchmal ist sein Gesicht aufgetaucht. Aber es war voll dunkel. Es war richtig dunkel bei ihm. Wie bei Dings, kennt ihr diese Horrorfilme, wo so auf einmal ein Ja, Gesicht ja, ja, rauskommt? ja, ja. Genannt. Können Wahnsinn, wir ab jetzt ja. ablehnen? Können wir ab jetzt The Conjuring, können wir Ding, the Hamdi-Ring machen? Nein, also ich fand das ja echt so scheiße von dem, weil er hatte mich ja damals herausgefordert, bring mir diese Rob Christian, bring mir diese Rob Christian, sofort bringst du mir diese Rob Christian heute noch. Dann habe ich ihm diesen Rob Christian Guck plus mal, Ahmed Ex-Muslim Abu gebracht. Gharib. Ja. Was passiert? Oder dieser Abu Gharib, ganz kurz, also nicht verwechseln, gell, Leute denken vielleicht, ihr meint Abu Gharib. Ne, Abu Qasim ist ein anderer, Leute. Abu Genau. Qasim ist ein anderer als Abu Gharib. Also das sind zwei verschiedene Gummibärchen, ne? Also nicht Ja. gleich. Abu Gharib ist ja sehr Nachher lieb eigentlich und sehr in sich machen gekehrt. wir wieder 1000 Videos. Es Bruder, für geht. mich, ganz Alter, lass kurz, dich nicht geht nicht täuschen. um. Der hat auch. Genau, lass dich nicht vom lieb, lieb, lieb täuschen, Bruder. Das ist manchmal ein Problem bei vielen Menschen hier. Die lassen sich täuschen, nur weil man mit ihnen schön geredet hat. Das, guck mal, diese emotionale Genau. Seite von dir, Bruder, musst du leider ablegen. Es geht hier um die Theologie, Bruder. Lass dieses, er ist gut, er ist nett. Das musst du einfach weg ablegen, Bruder. Weil wir haben nichts gegen den Menschen. Du zeigst Siehst du, aber so, wie Harut? wenn du,
das, du tust aber immer so, Bruder, wie wenn wir was gegen den Menschen haben, nur weil er aggressiv ist. Wir haben Genau. nichts gegen den Menschen an sich. Es geht nur um die Theologie, Bruder. Deswegen interessiert uns auch nicht, ob er nett oder nicht nett oder sonst irgendwas Genau. ist. Aber wenn Das du so redest, Bruder, ist denken die Leute, dass wir einen Unterschied genau machen. das blitzegleiche, guck mal, Harut, siehst du, das ist genau das blitzegleiche, was ich auch zu dir gestern gesagt habe. Guck mal, ich will nicht reden, als wäre ich groß oder so, Bruder. Ich habe einige Jahre Buckel auf mir so. Weiß ich, ich habe Adler, ich weiß ja, wie alt du bist. Rein theoretisch, ich bin so alt, ich könnte dein Vater sein. Weiß. Ich weiß, wie ich kenne solche Leute mein ganzes Leben lang. Tu dich selber nicht, Adler, das habe ich auch dir gesagt. Verkauf dich nicht unter Wert, Bruder. Verkauf dich nicht Richtig. unter Wert. Die sind das gar nicht wert, Alter. Die sollen erstmal auf deine Stufe kommen. Jetzt ist ja Und das bei geile, Ram, Schere, ich und habe bei das ja gestern noch mit Ahmad Ram, geklärt, ne, mit Bruder, warte, Nabil. Bruder, warte ganz kurz. Und Ja. bei Harut ist eine ganz andere Geschichte. Harut ist noch viel weiter oben, weil er die ganze Zeit so nett war. Denken die sich ja Richtig. gerade deswegen, dass sie sich so viel rausholen können. Genau. Genau das ist das Problem, Bruder. Das ist für die ein probates Mittel, sowas. Habt Die ihr nicht immer nutzen dich gemerkt? indirekt, Bruder. Die nutzen dich indirekt, um zu täuschen, quasi. Habt ihr nicht immer gemerkt, aber ich mach das ja bewusst, pass auf. Habt ihr nicht immer gemerkt, jedes Mal, wenn es zu einer Debatte kommt, wo hier drei, vier Leute waren, egal wo, auch bei Mensa, egal wo, haben die dann immer, wenn er nicht mehr weiterkommt, sagt er, ich rede nicht mit dir, ich rede nicht mit dir, du Heuchler, ich rede mit Harut, ich rede, der redet gar nicht mit mir, der Ja, redet gar nicht mit mir. jetzt stell dir mal Weißt du, vor, was wir ich würden so mit denen reden, in deren gesagt Lives, ne? Wir wären direkt raus, Bruder. Die würden uns gar nicht zu Wort kommen lassen. Na, wenn du den Ja. Heuchler nennst, dann musst du mich auch Heuchler nennen. Das ist ja so deren Denkverhalten. Das ist Bruder, unglaublich. weißt du, wie man diese Adler, Taktik die haben nennt? mich doch. Jano, weißt du, wie man diese Bruder, Taktik Herz. nennt? Ja, Diese Ablenkenergie. Taktik nennt man im fremden Camp sich einen Freund aufbehalten. Das ist Genau. diese Taktik. In fremden Camps, auch wenn es feindliche Camps sind, irgendwo jemanden finden, der eventuell naiv genug ist und den so auf der Seite halten für gute Zeiten so. Das ist echt so eine hinterlistige Art ist das. Ich geb dir ein Beispiel, Scher. Guck mal, ich war noch nie, seit ich in TikTok bin, bin ich noch nie bei denen im Stream reingegangen, wollte irgendwie Debatte. Noch nie, weil ich dieses Spiel bei denen erkannt habe. Ja? So, einmal, das war vor kurzem, Harut, ich, du, Festim und ich weiß nicht noch wer, wir wollten noch hochgehen, weißt du noch? Genau. Das war jetzt, ich weiß nicht, vor einer Woche oder ein paar Tage, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, Fakt ist, wir sind hingegangen, die haben nur Festim hochgeholt und wer war der andere nochmal, Harut? Wer war das? Ah, Daniel. Daniel, genau. Daniel. Ja. So, in dem Moment, wie ich habe die ganze Zeit die Anfrage gemacht, die haben mich nicht hochgeholt. Ne? Irgendwann holen die mich hoch. Ich habe nur gesagt, weil haben die gelungen, ich habe gesagt, du Munafik, gell? Der kickt mich runter, sagt, ja, warum beleidigst du ihn? Ist das Was dein Ernst? heißt denn Munafik? Das ist ja das Ding. Munafik heißt nur Heuchler. Also es ist ja ein heuchlendes Verhalten, wenn ich jemanden herausfordere, wenn ich dem sage, ey, bitte Kommt. bring mir den, da bringt man sich den und Ja, danach macht man einen richtig. Termin aus und dann macht man diesen Termin nicht. Und wenn ich dich dann heuchle, ne, ja, dann ist das eine Genau. Eigenschaft. Dann bist du halt ein Heuchler. Ja, genau so sieht's Bruder, aus. jetzt kommt's. Guck mal, jetzt. Hack, wurde Guck mal jetzt. gesprochen. Bruder, guck mal, ich finde es aber voll schade, ey. Ich finde es so schade, wirklich so schade, dass Aber kein warte. einziges Video entstanden ist von gestern, Bruder. Ich habe ihn gegrillt. Aber Es ist guck mal, kein kein einziges Problem. Video Wir entstanden. Kein einziges. haben wenigstens ein Bild. Wir haben wenigstens ein. Warte. So, Abuhanjan, bist du da? Normalerweise entstehen immer tausende Videos. Nicht Ja, mal ein Bruder, ne? Video Ich ist hab. entstanden. So schade, Bruder, Alter. Das Bruder, ist nicht den seltsam, Wert, ne? oder was? Wie kommt das eigentlich, dass da keiner das Guck mal. aufgenommen hat, das zusammenschneidet Wir mit brennendem Hintergrund und da haben dieses Gesicht? Normalerweise ist sowas 10 Stück. haben wenigstens ein Bild jetzt von Abu Kassim. Guck mal, genau so sieht er aus. Bruder, schmeiß ihn raus, diese Käfer. Schmeiß ihn sofort raus, diese Käfer. Bruder, Abu Kassim, ich habe ihn mir genauso vorgestellt, weil ich habe jedes Mal zu ihm gesagt, ich habe gesagt, du bist, glaube ich, also meiner Meinung nach, ich glaube, von seinem Akzent, das ist ein Somalier oder sowas, weil er redet sehr, sehr schnell. Ich glaub Nafri oder Syrer. Hey, wer hat überhaupt den Stream aufgenommen gestern? Bruder, der redet sehr, sehr schnell, also von seinem Akzent, denke ich mal, ne? Weil er so schnell redet, habe ich mir gedacht, der könnte so ein Somalier sein oder sowas. 100%. Bruder, wer hat den Irgendwie Stream sowas, gestern ja. aufgenommen? Das wurde aufgenommen, als er nicht gekommen ist. Ja, von, Aber nein, ich meine mit mir. das weiß ich nicht.
Gott segne dich, mein lieber Geistlife. Wo das mit mir war, wer hat das aufgenommen? Gott segne euch. Gott segne dich. Gott segne euch. Geistlife, hast du das? Ich war gerade bei Handy, Alter. Guck mal, ich sag euch ehrlich, ich habe mit dem eigentlich normal immer gesprochen, auch obwohl er beleidigt hat. Kennst du dieses hinterhältige Beleidigen? Ja. Aber ich hole den nicht mehr hoch, glaube ich. Wen holst du nicht mehr hoch? Wissen, wo du die Grenze ziehst, Bruder. Leute, der soll hochkommen. Wen meinst du? Den haben wir, der soll uns das mal erklären, was das soll, warum der nicht gekommen ist. Da hast du aber recht. Solange das nicht geklärt ist, erstmal gucken. Bruder, ich habe mit ihm geredet. Ja. Ich habe ihn zur Rechenschaft gezogen vor seine islamische Gesellschaft, warum er gestern nicht gekommen ist. Habe ich ihn gefragt. Und er hat gemeint, ja, wir haben Videos von Ahmad in der Hand und so, und ihr hättet uns gestummt und ihr hättet uns rausgeschmissen und so. Und bla bla bla. Ich habe gesagt, Hamdi, guck mal, ich habe dir angeboten auf meine Plattform. Ich habe dir auch angeboten in meinen Stream. Und ich stumme niemanden und ich schmeiß niemanden raus, ja? Ich so, nur du und er, ihr hättet geredet. Und ein Übersetzer, zwei Übersetzer wären dabei, das war's. Und dann sagt er, ja, nee, wir machen das bei mir, islamische Plattform. Habe ich gesagt, so, wir haben auch kein Vertrauen zu euch, Islam, weil ihr lügt ja nur. Ja? So, habe ich gesagt, weißt du was, wir machen ganz einfach. Du machst deinen Stream auf, Ahmed macht seinen Stream auf, zwei Übersetzer machen auch ihr Stream auf und ihr geht alle als Host rein. Ja? Genau. Ihr geht als Host rein. Genau. So. Ganz einfach, dann kannst du ihn nicht stumm, er kann dich nicht stumm, keiner kann dazwischen. Ja, okay, ich bin dabei, ich bin damit einverstanden, Freitag oder Samstag. Ja? Warte mal einen Augenblick. Wir werden jetzt sehen. Ja, er hat gesagt, Freitag oder Samstag hat er angenommen, also ist er dabei. Ja. So, dann kamen natürlich seine Gummibärbandehunde und meinen so, ja, du lässt das über Hamdi und hin und her. Hier. Was ist das, Bruder? Gummibärbande. Der Mond. Was ist das? Die wollten gerade Futna machen zwischen mir und dem. Ja, dann sag doch mal, Hamdi, der hat kein Wissen, Bruder. Habe ich denn dir sicher gesagt? Habe ich gesagt, natürlich hat er kein Wissen. Hey, mich aber der hat ja zugesagt. Für mich ist gerade die wichtigste oder Frage wieder. Geist, Bruder. Vielleicht weißt du es ja auch. Für mich ist gerade wirklich die wichtigste Frage, wer hat diese Auseinandersetzung zwischen mir und ihm gestern aufgenommen? Das ist einfach so, das geht jetzt einfach unter. Danke, Kater. Dankeschön. 100 Rosen. Bruder, ganz einfach, guck mal, in Adlers Stream war das doch, oder? Ich weiß nicht, wo es war. Hab ich denn warte mal, das war doch in Adlers Stream, Bruder, oder? Ich weiß nicht. Ja, das war ein Adler-Stream. Der Adler soll doch einfach auf seine Lives gehen, Bruder, und soll das downloaden und soll dir das schicken. Ja, Adler, schick mir mal das, Mann. Habe ich den umsonst zerfetzt, oder was? Kader und Copacabana und alle anderen, danke euch. Gott segne euch. Der hat versucht, mit Gott segne euch, Alter. Die haben mich auch vollgeballert. Der hat versucht zu lügen mit Nabi, aber ich habe dann extra gezeigt mit Wein. Das mit dem Nabi, das hat ja der Ahmad gestern noch erklärt. Ich hatte den ja im Live, da habe ich mir dann so gedacht, okay, komm, dann frage ich den jetzt einfach mal zu dem Thema. Und da habe ich mich dann auch entschuldigt eigentlich bei dir, aber da warst du nicht mehr drin, Sheikh. Da habe ich halt so gesagt, so ja, Hamdi hat gesagt, dass ein Kollege von mir quasi lügen würde aufgrund dieses Nabid-Getränks. Der meinte, ja, das kommt, weil die Leute Google verwenden und sich halt dann in ihren islamischen Communities Sachen zuschreiben und dann sagen, nein, Nabid wird eigentlich so und so hergestellt, damit sie halt nicht zugeben können, dass das in absolutem Widerspruch damit steht. Ne? Und eigentlich hattest du sogar recht damit, dass er halt Sachen nicht googeln soll direkt, weil dann findet er auch sofort irgendeine Antwort siehst darauf. Siehst du genau das, was ich dir gestern gesagt habe und jetzt sag einmal noch, dass ich lügen würde. Ja, Sheikh, ich bin sein Herz. Nein, du lügst nicht. Das war die Wahrheit. Ja. Er hat das Nabid versucht runterzuspielen, indem er sagt, nein, die haben nur Kirschen eingelegt, dass die so dort gären. Aber wenn die gemerkt haben, das war zu viel gegärt, da ist jetzt Alkohol, haben sie das genommen und gegen die Wand geschmissen. Das ist bloß seine eigene Interpretation. Und er hätte irgendwo in Google irgendwelche dummen, erfundenen Beiträge gefunden, die wohl sogar seine Meinung bestätigen. Deswegen wollte ich auch meinen Hadith nicht geben. Ich habe gesagt, halt die Klappe, dann lese ich den Hadith selber vor. Weil er hat erst gelogen mit diesem Hadith. Und dann habe ich den zweiten Hadith gezeigt, wo klipp und klar drin steht, Wein. Und dann habe ich auch schon die ersten im Chat gesehen, alle so Knockout, 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 Knockout.
Das war auch ein Knockout. Deswegen, ich finde das gerade ein bisschen schade, dass es einfach vorbeigegangen ist. Mal dieses ganze Geschrei und Pipapo hin und her mal weg, weißt. Aber das Thema an sich, das schneide ich dann komplett nur rein, wie der sich da. Wie will der gegen Rob Christian, wie will der gegen Ahmed gewinnen, wenn er nicht mal gegen mich? Ich bin nicht mal ein arabischsprachlicher Muslim. Ich bin nur jemand, der 30 Jahre Muslim war und nicht guter Muslim war. Wenn er gegen mich schon verliert, was machen die mit dem Bruder? Ich schwör's dir, Bruder, die was lassen bist du eigentlich? Du bist Albaner, gell? ihn. Türke! Wirklich? Die Türken machen das Unmögliche immer möglich. Ja, Türke mit Bruder, der albanischen ist kein Türke, Vorfahren. oder? Der ist Türke. Türke, Echt? albanische Vorfahren. Ich sag doch, der hat irgendwas Albanisches in sich, Alter. Ich höre die ganze Zeit diese Bohrmaschine im Hintergrund bei dem. Bruder, das soll nicht einfach so irgendwo untergehen. Weißt du, was ich meine? Weil da hat er sich schon gut blamiert. Da habe ich ihn schon schön zerlegt. Adler, Das du muss musst auf das jeden Fall ein downloaden. Video. Dieses Video muss auf jeden Fall raus. Ey Leute, ne, ich finde Ja. generell, haben wir hier irgendjemanden, der Bock darauf hat, Videos zu schneiden, Social Media zu machen und sowas alles, so im Auftrag des Herrn quasi im Endeffekt, weil die Leute machen ja immer Videos darüber, über ihre Debatten, wenn wir zerlegt werden, angeblich zerlegt werden, aber keiner von uns macht Gegendebatten und lädt so etwas hoch. Und sie machen große Reichweite Ja, mit Mann. 20, 30.000 Klicks mit so einer Scheiße und die Bruder, verbreiten verfolgt einfach doch nur mal Holly. Unheimlich. Wir Bruder, brauchen ein verfolgt mal Angebot. Der Holly. Bruder Holly Bruder, ich macht das mache aber ein auch mit Angebot. TikTok-Gericht. Der Holly. Warte kurz. Ich mache sogar ein Angebot noch hier. Jemand, der wo denkt, der könnte das machen und sich auch auskennt. Ich biete jemandem sogar an, dass er mein Tick, mein, ich habe einen YouTube-Channel. Da sind 200 Videos schon bereits online. Ich habe einen Instagram-Account, auch mit 11.000 Kontakten. Darfst dich auch gerne dann um diese Accounts dann gerne auch kümmern, wenn du willst. Ich glaube, die Leute verstehen mich gerade etwas falsch damit. Ne? Ich meine jetzt gerade nicht damit quasi, dass das so normale Aufnahmevideos werden sollen, sondern richtige Videos, wie die das halt machen mit so Soundeffekten und so, ja, Käfer und bla bla bla, was die da halt immer einschneiden. Ne? Das müssen wir nicht Genau. genauso Ja, machen. ey. Aber Und halt dann dort und dann dort überall TikTok-Gate, die machen hochladen. das aber voll gut, gell? Die machen das Bruder, so richtig meinte ich gut. auch. Und dann überall hochladen. Ich finde, Scheich, Bruder, ich finde sogar, ihre Videos sind besser, als sie selbst überhaupt reden. Ja, Bruder, die Videos sind besser als die Quellen sogar. Bruder, Bruder, dann mach doch anders da. Nimm doch einfach das Videomaterial, was wir haben, und bring das zu Hamdi und der soll das für euch fertig machen, wie ihr wollt. Das wäre nett, ehrlich. Aber nee, Hamdi selber kann ja keine Videos machen. Nee, 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 sorry. Das sind seine Kinder, seine Gummibärchenbande macht das ja, die Videos. Ja, hey, das Er machen kann ja ja diese sowas ganzen nicht. Jugendlichen und so, diese 14, Er 15, kann ja 16, sowas 18-Jährigen. nicht. Bruder, der kann doch keine Genau, 5 sag ich Meter euch. weit denken, ey. Das machen natürlich seine kleinen Internetboys. 18, 19 Jahre, Bruder, 18 er Jahre ist kann sowas Bauchten. Er hat doch keinen Er Kopf, der ist doch geht viel lieber zu im viel Park beschäftigt mit joggen, seiner zieht sich Fahrschule. ein blaues Bandana an, macht einen Livestream und fängt, come on, come Der bereitet sich auf der MMA-Kampf mit Abu Kanjad vor. Come on. Ja, Bruder, er will unbedingt mit mir. Er will unbedingt. Come on. Soll ich euch nochmal das Handy-Video zeigen? Wollt ihr das sehen, ja? Welche? Welches? Es gibt mehrere, Bruder. Welche? Ja, Da Bruder, schreibt dann, ey, da schreibt das schon einer den Hamdi Hamdi still in seine Dre. Bruder, Hamdi Geist, still Dre. Habibi, Ja. Dakika. Sam, macht das eine Video, was ich auch veröffentlicht habe. Das ist eine da, wo ich sage, seid ihr bereit? Okay, komm, das da, macht das bitte. Welches, Hau den Bruder? Lachen. Ich kenne das gar nicht von dir. Ja, es gibt halt so Ernst? bestimmte Sachen in dem Video, die ich dann selber so zu kritisieren fand, dass da so dann auf dem Warte Tanga mal, so ich Allah finde ja was. draufsteht und so. Es gibt so bestimmte Aspekte, die sollten wir nicht machen, wenn wir auch nicht wollen, dass sie so über unseren Herrn quasi Ja. Videos editieren, aber das tun sie trotzdem, das ist das Problem. Aber Aber wieso? weißt du, was Sollte gut man wäre? Mach zeigen, wie mal, schlimm die sind. Hau du mach das Video. Jetzt mach mal hast du einmal jemand das noch mal wo er Come on sagt. Das ist das Beste. Ja, Ja, das ist ja das. Warte. come Ja, ich muss kurz Ja, meinen das siehst Laptop du ja. hochladen, Bruder. Geist, geh Hart, mal. Bruder. Geist, geh mal bei mir, wo Profil. Ich such Gabi, wo Profil. Hart, Bruder. Warte, Bruder, ich muss kurz Geist. meinen Laptop Wir hochladen. sagen Warte mal ja, wir eine wollen nicht Minute. so schlimm sein, Hart. Ich habe dir doch mal gesagt von diesem Ding, was die in Mekka machen. Diesmal habe ich dir geschickt mit deutscher Machen Untertitel. wir gleich. Das ist heute eins der Themen. Guck, ich habe das nicht gefunden die ganze Zeit und dann hat sie es auf einmal gepostet, Gott sei Dank. Guck mal, wie krass die eigentlich sind. Guck mal, wie krass die eigentlich sind. Richtig. Das ist Ja, richtig und dämonisch, dieser richtig Karali, ne? Ja. Dieser Karali kommt doch manchmal bei dir rein, gell? Tut mir leid, Scheich, red weiter, Bruder Scheich. Ich sag danach den Bruder Scheich. Ich sag. Wie mache ich meine Kamera an? Hier. Scheich. Ich war, Scheich, da war du der wolltest was Arzt sagen, Bruder? Ich hinten. habe dich unterbrochen. Nein, Bruder, ich habe gerade gar nicht geredet. Also, Ach so, ich war okay. bei, Harold. ja, bitte.
Nein, nein, oh, ich will dich nicht unterbrechen, Bruder. Alles Lass gut, mich, sag, sag. lass mich, lass mich. Achso, guck mal das Video an. Also. Nein, nicht das Video, Geist, nicht das Video. Denkt der, wer der ist, der ohne Witz. Eine Wort. Hast du nicht das Ganze von dem Livestream? Oder wo ist das? Wir haben das irgendwo, irgendwo rumfliegen. Aber ja, können wir was wolltest du sagen, aber Hanja, eben. Lukas 223. Abu Dreck, komm rauf! Nicht verstecken! Ich bin doch hier, Habibi, ich bin doch hier! Ich komm hier! Dreck. Du, Abu Dreck, Mund halten! Lauf weg, Kapaun! Du spielst mit Hamdi! Oksum billah! Wir Missionare! Oksum billah! In Deutschland Dann macht er noch so Zaubersprüche so aus Gummibärenband. In Irakband haben die ja auch eine der Rukia gemacht, ne? Das ist dieser Bruder. Abu Gharib, ne? Unser Hexmeister. Abu Gharib ist ja ein Hexmeister, ne? Kennt ihr die psychische Diagnose, wenn jemand die ganze Zeit über sich selbst in dritter Person redet? Ja. Wahnsinn, das macht Allah. Ich glaube, ich weiß nicht. Richtig, richtig. Und zwar habe ich hier eine Quelle von Ahmad bekommen. Ja, genau, narzisstisch. Von Islam, richtig, das ist schon narzisstisch. Von Islam Q&A. Ja, ich mache mal eben kurz die Kamera an. Kannst du mich mal eben kurz groß machen? Also, das hier das allseits bekannte Islam Q&A, das müsste man ja eigentlich kennen. Adler, übrigens, der hat mir sehr viele Quellen geschickt. Ich kann die nicht weiterleiten. Ich muss auch irgendwo in eine Gruppe rein. So, jetzt kommen wir erstmal dazu, mache ich gerne erstmal schief. Und zwar kommen wir jetzt erstmal dazu, das ist ja hier die arabische Sprache, ne? Wieso, wenn ich versuche jetzt zum Beispiel die deutsche auszuwählen, wieso ist diese Fatwa-Nummer hier nicht übersetzt worden? Kann irgendjemand schon mal eine plausible Antwort sich vorher schon denken, bevor wir jetzt in den Inhalt dieser Fatwa-Nummer reingehen? Damit du sie nicht finden kannst. Das ist ja nicht das Problem. Aber, ne, Sahih al-Google haben wir ja auch noch, Gott sei Dank. Allahumma barik, ne, würden sie ja sagen. Allahumma barik, ne, Gott sei Dank. Die Heirat eines jungen Mannes oder einer jungen Frau ist im Islam davon abhängig, dass das überwiegende Interesse erzielt wird. Was diese Frage bedeuten kann, ist jetzt die Frage. Also der Fragesteller fragt, ich weiß, dass der Islam aufgrund ihrer körperlichen Konstitution die Ehe mit einer Frau erlaubt, die die Pubertät erreicht hat, unabhängig davon, ob sie 15, 11 oder sogar 9 Jahre alt ist. Aber dies wird im Hinblick auf ihre emotionale und mentale Verfassung nicht berücksichtigt. Oder war es aufgrund ihrer körperlichen Konstitution erlaubt zu heiraten, um unabhängig von ihrem emotionalen und mentalen Zustand schwanger werden zu können? Also ist es quasi egal, in was für einem körperlichen und geistigen Zustand sie ist. Hauptsache halt, man kann Dingi Dingi machen, ne? Gilt das auch für einen Jungen, wenn er die Pubertät erreicht hat? Es ist ihm dann erlaubt zu heiraten? Es ist unfassbar, dass die Antwort darauf... Ja.
Was den Vollzug der Ehe mit einer minderjährigen Person anbelangt, so ist dies nicht im Vertrag vorgesehen. Also in dem Nikah-Vertrag, in dem Vögelvertrag. Ihr Ehemann vollzieht die Ehe mit ihr erst, wenn sie zum Geschlechtsverkehr in der Lage ist und die Pubertät ist hierfür nicht erforderlich. Dies ist je nach Fall unterschiedlich an unterschiedliche Umgebungen und Zeiten angepasst und die Scharia achtet in dieser Angelegenheit auf die körperliche Bildung. Also später wird auch darauf eingegangen quasi, was man oder machen kann. Es ist erlaubt, auch kleine Babys zu heiraten, sogar wenn sie noch im Mutterleib sind, also halt, dass sie, wenn sie auf die Welt kommen, dass man schon verheiratet ist. Aber das Hauptziel dahinter ist ja, wenn du dein Dingi-Dingi nicht reinstecken kannst, ich muss mal nachher noch ganz kurz, Bruder, ich will dich nicht, du kannst gleich weiterreden, Bruder. Dominik, du kannst gerne rausgehen, wenn es dir nicht passt, ja? So ein Lauwarmer möchten wir hier nicht. Also wenn es dir nicht passt, kannst du gerne gehen, Bruder. Trotzdem, Gott segne dich. Geh bitte dann raus. Ich danke dir. Ich hab was für ihn. Und zwar, wenn er rausgeht, kann er ja gerne hier weiterschauen. Einfach bei Abu Bara. der macht die weichgespülten Islam. Was hast du da wieder gemacht? Wann kamen sie? Er kam ungefähr 1950 in den Libanon. Wer hat so Wahl haben? Er war der Gründer von dieser Sekte. Bro, ihr seid alle eine Sekte. Was für der Gründer einer Sekte? Ihr seid doch. Er redet über die Ahbash. Ich glaube, er redet über die Ahbash. Der Honighändler. Sind sie 50.000? Aber. Der Mond. Bruder, mach's umgekehrt an seinen Kopf. Warte. Genau. Das ist schon eine Sache. Ein Führer, ein neuer. Das ist der islamische Heilpunkt. Das hören wir, was Allah sagt. Mehr an seinen Kopf, Bruder. Ich frage mich, Bruder, hat einen Tipp. Bruder, ist ja auch gleich Tipp. Ist das eigentlich mal Haram, eben Steuergelder zu hinterziehen und sich dann daran zu bereichern? Das ist der islamische Halbmond. Bruder, hat der TikTok, der Abu Bara? Erstmal kurz, um auf den Punkt zurückzukommen. Wenn man, ne, nach Rob Christian, ich muss man auch nachher nach der Quelle fragen, wenn die Frau nicht in dem geistigen und vor allem in dem körperlichen Zustand ist, dass der Mann eine Banane in das Kind einführen kann, dann ist es sogar dem Kind erlaubt, dem Erwachsenen erlaubt, das Kind ja zu missbrauchen für Schenkelverkehr. Ne? Also dann darfst du dein Glied quasi an dem Kind reiben. Das ist ja unfassbar, was dafür teilweise Sachen geschehen. Harut, Bruder, hat dieser Abu Bara TikTok? Das ist Shia, Bruder. Nein, der meinte zu mir, dass das irgendwie Sunni ist. Ja, warte, ich geh bei denen live, Bruder. Ich sag, ich will auch Muslim werden. Ich mach den verrückt mit der Shahada aussprechen. Der antwortet auch. Abu Bara redet mit niemandem. Ach, Adler, Bruder, ich hab dieses Bruder, dieses antwortet Video, er nicht? In dieses Thema habe ich geht gar nicht übersetzt. Du kannst auch nicht mit ihm reden, der redet mit niemandem. Bruder, vergiss nicht, die Gelehrten und die Schiuchs, das sind die allergrößten Blöffer, die es gibt, glaub mir. Ja. Ja. Lügen. Jani, wenn es. Ich will denn eigentlich auf Kopf nehmen. Wenn du ich will hingehen und sagen, ich will Islam annehmen. Pass auf, wenn du von dritten Stock auf seinen Kopf spuckst, guckt er nach oben und sagt, Jani, es regnet. Richtig. Nein, das war so vorherbestimmt. Kadir. Oder Harun. Ja, 50 Jahre vor deinem Leben. Das nächste Mal, Leute, bitte, alle, wo ihr zuhören, 163 Zuschauer, das nächste Mal, wenn ein Muslim hochkommt, ja, weil das ist eher so mein Fachgebiet, ja, über Begriffe richtig übersetzen. Wenn jemand hochkommt und sagt, Muslim heißt Gott ergeben, dann fragst du ihn, wo steht hier Allah in dem Wort? Mhm. Wo steht hier Allah, dass ich Gott ergebe? Wo steht hier das Wort Gott? Wo ist das Wort Gott in dem Wort Muslim? Ja, richtig. Es steht nur ergeben, ja, aber nicht Gott ergeben. Dieses Wort Gott gibt's da nicht. Weder bei Islam, weder bei Muslim. Sie erfinden und verschönern eine Sache, die es gar nicht gibt. Genau. Okay? Da steht nicht mit Gott ergeben. Abu Khanjar, es gibt sogar ein Essen, Jani, von Allah. Es gibt sogar ein Essen nach Allah benannt. Ja. Weißt du von dem Essen, von dem Shish-Kebab für Mann? Warte ganz kurz, ich muss was erklären. Ihr wisst ja, dass... Warte, Bruder, einer schreibt ganz kurz, Muslim heißt gläubig, Bro. Habibi, wenn du nicht Arabisch kannst, dann schreib sowas nicht. Muslim hat mit gläubig nichts zu tun. Muslim hat nichts mit gläubig zu tun. Muslim heißt Hingabe. Nichts. Was ist damit, Harut? Guck mal da, Lach Majun. Lach, Lach.
Harut, kennst du den Hadithen? Aber guck mal, kennst du diesen Hadithen? Lahmacun. Es wurde sogar ein Essen nach dem Lah genannt. Ich weiß, Bruder, aber guck mal, es gibt was Schlimmeres. Kennst du den Hadithen, wo Allah Mohammed Adish, also eine Nachspeise wie Shish-Kebab auf die Erde runterkommen lassen hat für seine Potenz? Kennst du das? Welche Nummer? Bruder, warte, ich muss suchen. Ich weiß gar nicht, was Islam bedeutet niederwerfen. Ne? Kennt ihr diesen Begriff so? Ja, nein, das heißt nicht Unterwerfung, das heißt Niederwerfung. Ja. Ja, das Bruder, Harut, Bruder, macht das gleiche wie haben die gestern mit dir. Welche Nummer? Welche Nummer? Wenn Islam Niederwerfung heißt, was heißt dann Sujud? Der Sujud ist ja guten Appetit, Bruder. Danke, Bruder. Der Sujud bezeichnet ja nur die Niederwerfung, dass man die Punkte beachten soll, mit denen man den Boden berühren soll, richtig? Ja, richtig. Und das sind, glaube ich, sieben Punkte, die der Körper, den Boden berührt. Und das Ding ist, ich habe gehört, dass voll vielen dabei schlecht wird auch. Die kriegen, das ist einfach zu viel für den Körper, ja, ne? Für den Nerv. Deswegen furzen auch viele dabei. Und dann heißt es ja, dass der Teufel das Arschloch, ne, das darf ich ja gar nicht sagen, aber das Poloch so geweitet hätte. Das Video habe ich ja von Rob Christian übersetzt. Komisch, dass sie das noch nicht gesperrt haben. No. Leute, demnächst mache ich auch ein Thema auf, wegen der rechten und der linken Hand im Islam. Woher das kommt ursprünglich, wegen Islamismus. Demnächst wird der eine schreibt, das sagt, Bruder, sehr, sehr wie redet ihr? Habt mal Respekt. Ey, das ist doch in euren islamischen Quellen, dass Satan kommt und dann an deinem Dingens, ne? Harut, hast du gehört, Bruder? Bruder, die wichtigste Frage ist eigentlich, Harut, Bruder, deine Gummibärchen, sind die halal? Ja. Natürlich nicht. Ja, ja, Vegi. Vegi, die sind koscher, Bruder, halal. Was wolltest du sagen, aber Bruder? Warte kurz mal, ich mache meinen Kopfhörer. Mal wieder aufmachen, woher das kommt. Mit der rechten und mit der linken Hand. Arsch waschen und mit welcher Hand gibst du, begrüßt du und bla bla bla. Das kommt aus dem Hinduismus. Und das muss ich demnächst auf jeden Fall wieder ansprechen, Bruder, damit viele Leute wissen, woher das kommt, diese Art mit linker Hand hier, rechte Hand hier, diese ganzen Sachen, weil es gibt ja diese ganzen, ne? Weißt du ja vielleicht. Harut. Richtig. Woher das kommt, das müsste. Ja, genau. Ja, wir hören dich, ja. Okay, ich wollte sagen, woher das kommt, das muss man mal angesprochen haben. Und zum Beispiel die Sufis, speziell die Sufis, haben zum Beispiel sehr viele Sachen von den Hindus übernommen. Und das werde ich auch demnächst wieder ansprechen. Das habe ich früher mal gemacht. Das ist sehr, sehr interessant, Bruder. Die haben sehr viele Sachen von anderen Religionen, wie gesagt, sogar vom Hinduismus übernommen. Das ist sehr, sehr, sehr okay. Wichtig. Ich habe dich falsch gemutet. Einen Augenblick. Hier. Und zwar die meisten Antworten, wenn es im Koran halt keine Antworten gibt, ne? Dafür gibt es ja die Fatwas, richtig? Und hier steht zum Beispiel auf islamfatwa.de unter soziale Angelegenheiten. Die Frage ist, wie sieht das Urteil zum Nehmen und Geben von Dingen mit der linken Hand aus? Ist dies Haram oder Makruh? Antwort, es wurde verzeichnet, dass das Geben und Nehmen mit der linken Hand verboten ist. Abu Huraira wurde berichtet, dass der Prophet sagte, esst mit der rechten Hand, trinkt mit der rechten Hand, nehmt mit der rechten Hand und gebt mit der rechten Hand. Denn der Satan isst mit der linken Hand und trinkt mit der linken Hand, gibt mit der linken Hand und nimmt mit der linken Hand. Und das ist von Schwachsinn, ehrlich. So Ibn Majah, also Sunan Ibn Majah, Buch Essen, Nummer 3266 und Ahmad Ibn Hanbal, Band 2, Seite 349. Ja, nee, ihr müsst euch das mal vorstellen. Guck mal, er redet über Shaitan. Ja, er hat noch nie Shaitan gesehen und sagt, dass Shaitan mit der linken Hand ist. Wahnsinn, oder? Bruder, das ist so widersprüchlich. Und wie gesagt, dieses Thema mit Hände, das wollte ich extra mal aufmachen, weil das ist so widersprüchlich und es ergibt null Sinn, was sie da sprechen. Wie der Teufel, Bruder, rechte, linke Hand. Bruder, weißt du,
Weißt du, warum deswegen Allah zwei rechte Hände hat? Weil wenn der eine linke hat, dann ist sozusagen nochmal eine satanische Eigenschaft an seinem Körper. Nein. Bruder, das gibt's nicht. Mohammed, dass Allah zwei rechte Hände hat, das hat schon einen Sinn. Allahu alem, aber. Allahu alem. Allahu alem, genau. So, lass aber uns mal jetzt. Ja. Aber immer, wenn die nicht weiter können, wenn die wirklich nicht mehr weiter wissen, heißt es Allahu alem. Ja, nee, okay, bevor wir weitergehen, mir ist noch was eingefallen. Guten Appetit, Abu Khanja, bist du dein. Bruder, ich habe das gefunden mit dem Essen. Reis, Bruder. Reis, Bruder, und Fleisch mit so orientalisches Gericht, Bruder. Ah, vier Tulzen, guten Appetit. Danke, Bruder. Okay. Pass auf. Hey, warte, Bruder. Und ja. Zwar, du warst auch nicht mehr da, der Adler war nicht mehr da, Abu Khanja war nicht mehr da, ich war. Mit Ali Modaye und Karale, ja, ihr seid alle weg gewesen und wir waren, das sind ja zwei Koraniten, wie die, guck mal, der Arme, der kommt auch nicht mehr seitdem. Ja, pass auf, der kommt nicht mehr. Ali Modaye, der kommt seitdem nicht mehr. Warum? Pass auf. Gute Wetter. Kann sein, vielleicht ist er mit seinem Fahrrad unterwegs und genießt das Wetter, aber das ist jetzt schon, und du weißt, Abu Khanja, du weißt ganz genau, Ali Modaye ist, einer der, derjenigen, der wirklich jeden Sunniten mundtot machen kann. Absolut, wir haben selber gesehen. Absolut. Er hat vier oder drei mundtot gemacht, das haben wir selber gesehen. Und absolut. Pass auf, es war jetzt schon beim letzten Mal, wo ich mit ihm bis 3 Uhr, 4 Uhr gesprochen habe, war das bislang schon die dritte Frage, die der nicht mehr beantworten konnte bislang. Er hat schon wieder gesagt zu mir, ja, da muss ich wieder meinen, ja nee, ja, er muss irgendeinen Freund wieder fragen. Und zwar, es ging wirklich immer noch um diese Schutzmonate in Sure 9, Vers 5. Das ist ja die letzte Sure gewesen, die Mohammed bekommen hat. Warum? Weil er hat versucht, er hat Gas gegeben, er hat Coupons verteilt für den Koran. Ja, nee, er hat alles versucht mit Rabattaktionen, dass die Muslime, dass die Leute Muslime werden. Es hat nichts geklappt. Ganz am Ende wurde es ihm zu hitzig und er hat Sure 9 bekommen, ja, nee. Ne, jetzt alle drauf, jetzt alle töten und abschlachten. So, jetzt letzte Lösung. Genau. Und da steht ja in Sure 9, Vers 5, steht ja ganz klar geschrieben, dass wenn die Schutzmonate vorbei sind, ja, dann belagert sie, belauert sie und tötet sie. Ja? Das Ding ist, ich habe ihm eine Frage gestellt, die der Karale nicht beantworten konnte. Das kann bis jetzt niemand beantworten von den Koraniten, weil die glauben ja nicht an die Sunna. Nee. Wie lauten die Schutzmonate? Welche Monate sind das beispielsweise? Ist das April, Mai, Juni, Juli, August, September? Können die nicht nennen. Ja, die verweisen dann automatisch auf Sure 5, 101, wo geschrieben steht, wir sollen nicht nach Dingen fragen, die uns vielleicht leid tun. Genau. Ja, nee. Bruder, und jetzt guck mal diese Heuchelei. Stell dir vor, er hätte zu dem Zeitpunkt gelebt, wo Mohammed gelebt hat, oder kurz nach dem Tod, im 5., 6., 7. Jahrhundert, und es gäbe den Auftrag zu bekriegen, ja, und er hätte einem Sunniten gefragt, was die Schutzmonate sind, ja, yeah. Und dann hat er gesagt, ja, dann hätte ich irgendjemanden gefragt, irgendjemand hätte mir das dann gesagt von den Leuten. Guck mal, die Heuchelei ist aufgesprungen. Ist nicht Ali Morima derjenige, der gesagt hat, ich glaube keinem Tafsir, ich glaube keinem Ibn Abbas, ich glaube keinem der Sunna. Aber der in dem Moment sagte, ich würde dann jemanden von da fragen, was die Schutzmonate sind. Sag ja, trau keinem Muslim. Komisch. Hat er gesagt, trau keinem Muslim. Weil Bruder, der muss ja wissen, wann die Monate sind. Und der kann nicht einfach sagen, ja, okay, ich frage niemanden. Er muss jemanden fragen. Und da hat er nicht überlegt. Muss. Pass auf, die zweite Frage ist, und zwar in Sure 3 und 4 steht doch geschrieben, dass es einen Vertrag gibt mit denen, die nicht bekriegt werden dürfen. Richtig? Dieser Vertrag. Die Leute der Schrift, ein Vertrag. Ach, ja. Genau. Und da habe ich zu ihm gefragt, meine zweite Frage, mein lieber Karale, ist, was steht in dem Vertrag? Mit wem ist der Vertrag? Was sind die Bedingungen des Vertrags?
Ich muss steht fragen. Im Koran? Steht im Koran? Er hat doch angeblich studiert. Angeblich. Der Koran ist auch jetzt das neue wissen? Grundgesetz für die Muslime. Ja, ja. Der Koran regelt alles, wie sie ihre Nasen waschen sollen, wie sie ihre Häupter waschen sollen, wie oft sie, ja, ob sie, wenn sie eingeschlafen sind, wieder nochmal Wudu machen müssen. Also Brüder, ich habe für euch alle einen Tipp, wirklich einen Tipp. Auch wenn er aus dem Islam kommt, vielleicht könnte dieser Tipp auch euch helfen. Falls ihr mal sexuell schwächer seid, okay? Also. Sehr interessant. Mhm. Ja, so. Imam Muhammad Bakr, Assalam und Imam Jafar, Sadiq, As wird erwähnt, dass der allmächtige Allah einst Hareza, ein Gericht aus gemahlenem Weizen und Fleisch, für den heiligen Propheten aus dem Paradies sandte. Siehst du, das, was ich dir vorher erzählt habe, Allah hat für Mohammed Essen gemacht, dass er sexuell aktiv wird. Pass auf, lesen wir weiter. Bruder, Islam.org, keine Erfindungen. Nachdem er davon getrunken hatte, vervielfachte sich seine sexuelle Potenz auf die Stärke von 40 Männern. In einer anderen Überlieferung wird auch erwähnt, dass der allmächtige Allah einst sagte, der Prophet über Rückenschmerzen klagte, dann ist Hareza. In einer zuverlässigen Überlieferung wird erwähnt, dass Imam Jafar sagte, dass der heilige Prophet aufgrund seines strahlenden Gesichts wie ein leuchtender Mond in einer dunklen Nacht aussah. Sowohl schiitische als auch sunnitische Gelehrte. Oder nebenbei, ich esse Hareza sehr, sehr oft, ne? Also. Hier, mach Screenshot. Das schmeckt ja auch. Bruder, das schmeckt brutal. Also ich esse es sehr, sehr oft, aber gut zu wissen. Leute, mach Screenshot. Verstehe ich. Hier, mach genau. Screenshot. Es ist wichtig, dass wir uns die Quellen mal so einprägen in unserem Gehirn, weil wenn sie anfangen, mit uns zu debattieren über sowas, dann haust du halt eine Sache Bruder, nach der nächsten raus und damit machst du sie halt einfach mitgehen, ne? Bruder, soll ich dir was sagen? Halte ich derzeit für mich, weil ich will nicht reden, bevor ich fertig bin, weil ich schreibe ein Buch über den Islam. Ich habe heute rausgefunden, dass die Sure 5, Vers 32 beweist, dass der Koran nicht göttlich sein kann. Habe ich in Sure 5, Vers 32 herausgefunden, mittels Schriften aus dem Talmud und aus der Tora gleichzeitig. Also ich schaue da nicht nur in Ding rein, weißt, nicht nur in den Koran rein, in die Hadithe, sondern auch in den Talmud und Tora. Wenn ihr wollt, ich kann euch nur kurz diese letzte Schablone zeigen, weil es ein sehr, sehr gutes Argument. Moment, bevor du das zeigst. Ja, yeah, ja, yeah, Bruder. Und zwar, es ging ja um Hareza und Abu Hanjar hat ja gesagt, dass er gerne Hareza mag. Warte kurz. Yes. Abu Hanjar. Warte, Bruder, mach du. Ja, Bruder. Guck mal, jetzt hör. Ist jetzt, der Abu Hanjar jetzt Armenier, ist jetzt Aramäer, ist jetzt Assyrer? Was ist denn los? Jetzt hör genau zu, Abu Hanjar. Guck mal, er hat ja gesagt, dass Allah am Kochen war, ne? Also er hat ein Gericht gemacht, richtig? Genau. Guck mal, in Sure 41, Vers 11, sehen wir das, als er am Kochen war. Guck mal. Ja. Hierauf wandte er sich dem Himmel zu, während er noch aus Rauch bestand. Dieser Rauch. Ja? Das ist dieser Dampf gewesen, weil Allah am Kochen war. Herdplatte, Bruder. Herdplatte. Ja, Hareza. Krass, aus Rauch, noch aus Rauch. Hast du die Quellen dazu, Sheikh Buti? Das war in den Tafsiren. Also quasi, ob jetzt Allah. Das will ich gar nicht sagen, aber ob der Satan Eier legt und dann seinen Gegenpart vom Satan quasi auch. welche meinst du genau gerade? Welche Quelle? Das steht ja in den Tafsiren quasi, dass Allah ja nicht gezeugt hat und nicht gezeugt worden ist, aber in dem anderen Tafsir steht ja auch, dass der Satan nicht gezeugt hat und nicht gezeugt worden ist. Genau. Bruder, wenn du in den Islam reingehst, gibt's alles immer komplett im Gegenteil, damit du, sobald du in diesem Loch drin steckst, lass mich das kurz erklären. Ich war auch bis 1 Uhr oder so und der Bruder Adler, du warst noch länger, du hast die Nacht durchgemacht, hatte ich den Eindruck. Ja, ja, ich war ja wach bis 13 Uhr, ne? Du hast durchgemacht, ne? Ja, ja, ich habe geschlafen bis gerade eben. Ich bin erst seit 2 Stunden wach. Bist du Marsha Jesus, pass auf.
Und zwar, das Thema war um 1 Uhr oder so. Er hat ja dann seinen Stream gemacht. Und dann hat er in dem, hat er gezeigt, natürlich in Sure 112 steht er geschrieben, dass Allah weder Zeug noch gezeugt wurde. Und dasselbe gilt auch für Satan. So. Und dann hat er eine Sure gezeigt, das können wir gleich machen, wenn du willst, wo geschrieben steht, dass Shaitan, Eier legt, 5 Eier legt. Und aus diesen Eiern kommen mehrere Scheitane raus. Und wie macht Aber er das? Bruder, Guck mal, pass auf. wie macht er Auf der das? einen Seite, auf der einen, Genau. stellt euch mal vor, auf der einen Seite des Knies hat er ein männliches Geschlechtsteil. Ja? Ja. Und Oben an auf der seinem anderen, Schenkel. ja, und Genau. auf der anderen Seite hat er ein weibliches. Und danach Genau. shakt er seine Genau. Beine so, ja, in die Breakdance und dann kommen. Mit sich Ja. selbst Bunga Bunga halt, ja. Und pass Genau. auf. Und dann mit der Eier. Shake, guck mal, was Ahmad dadurch hergeleitet hat. Und Ich kenne zwar, das wieder. wenn dasselbe auch für Allah gilt, wie für Shaitan, dass er weder zeugt noch gezeugt hat, aber Shaitan Eier legt, dann muss Allah auch dann muss auch Allah Eier legen. Also ist Allah ein Vielleicht, Huhn. Bruder, denk mal nach, vielleicht hat er deswegen zwei rechte Hände. Er ist Richtig, ein Huhn, damit Jan, er er. ist ein Huhn. Richtig. Vielleicht hat er deswegen zwei rechte Hände, Bruder. Weil er braucht im Prinzip dann zwei Hände dafür, ist ja klar, ne? Zwei linke. Richtig. Hallo, Zwei rechte Sau. wie viele Shisha-Tabakdosen hast du schon heute verteilt aus dem letzten Mobil? Ahmad kann Bruder, man ja gleich mal einladen. Das war ein anderer Bruder, sorry. Ich verteile so kleine Boxen, da sind 7 Ajwa-Datteln drin. Bruder, ich schicke mal Ahmed eine Einladung, mal sehen, ob er kommt. Was wolltest du zeigen, Sheikh? Ah, komm, ich zeig dir. Also, das ist jetzt hier von meinem Ding, was ich gerade mache. Warte, ich will Genau. so verteilen. Leute, Okay. Leute, bevor ihr guckt, teilen, 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 beschenken, beschenken, beschenken. Und Gott segne euch, meine Lieben. Komm, wir machen jetzt Knöpfchen. Eigentlich wollte ich das nicht zeigen, weil ich wollte erst Buch komplett schreiben und danach veröffentlichen. Bei Türken fehlt immer an der Tastatur ein Dingens, Was meinst du? ne? Bei dir an der Tastatur habe ich auch gesehen, da fehlt so Ach ein Löffel. so, So. das Ja, hier. das ist immer so. Deswegen habe ich eine extra Tastatur. Ja, Mann. Aber guck mal, jeder kennt ja diesen Vers. Wer einen Menschen tötet, so sei es, als hätte er die ganze Menschheit getötet. Ich habe hier in Rot gemacht, was Muslime ja immer gerne weglassen. Aus diesem Grunde haben wir den Kindern Israels vorgeschrieben. Und dann habe ich den wesentlichen Satz, auf den es ja ankommt, habe ich jetzt gelb gestrichen. Unten, das ist aus dem Jerusalemer Talmud, aus den Sanhedrin 4,1, 22a. Wer eine Seele zerstört, wird so betrachtet, als hätte er eine ganze Welt zerstört. Und wer ein Leben rettet, als hätte er eine ganze Welt gerettet. Was Muslime dann auslassen, da in Vers 33 wird es wieder schön brutal, habe ich unten nur so Just for Fun angehängt. Aber ich habe hier eine. Pass auf. Aber Ja, Bruder, hier unten bevor habe du ich nochmal eine Stelle aus dem auf Englisch, aus dem Jerusalem Talmud. bevor du weitermachst, du musst erstmal Und hier ist aufklären, das Wichtige. damit die Leute wissen, was überhaupt ein Talmud überhaupt ist, Bruder. Viele wissen das gar nicht. Also bevor du weitermachst, erklär mal den Leuten, was ist ein Talmud überhaupt? Talmud ist die Schrift. Die Talmud ist die Schrift von den damaligen Schriftgelehrten, quasi kann man sagen. Das sind Weisheiten, jüdische Weisheiten. Haben die dann festgehalten und dieses Buch nennt man dann halt Talmud. Es gibt zwei Stück, alte und neuere. Ich meine, Bruder, erklär Guck mal bitte, jetzt ob hier. die für uns, sind die für uns relevant oder nicht, damit die Leute jetzt nicht denken, ah, okay, Nein, vielleicht nein, doch. nein. Das Leute, wollte ich klarstellen. ich muss mich mal kurz Nein. verabschieden. Ein Kollege ist schon da. Wir gehen jetzt erstmal was essen und so. Ich wünsche euch allen reichlichen Gottessegen und wünsche, dass der Herr Jesus Christus euch und eure Familien segnet. Ich sag dann mal bis nachher wahrscheinlich. Ich versuche das dann so kurz wie es geht zu halten, sodass wir Bis nachher, früh mein Junge. dann uns wieder vereinen können, damit Bis wir nachher, Bruder. make the Christian Dawa Ich great bin auch mal again. weg. Das ist unglaublich. Shalom Aleichem, meine Und Lieben. esst es, Shalom, Bruder. was die Macht von 40 Männern. Ich habe den Namen vergessen, wie diese heißt. Kessa, Also ich bin Käfer auch oder weg, so. Gottes Segen. Guck Bis mal. später, Leute. Bis später. Gottes Segen. Schau mal. Guck mal, was das eigentlich bedeuten würde, Esharon.
Habe ich selber rausgearbeitet. Guck mal, die Angabe in Sure 5,32, wonach Gott gegenüber Juden den Befehl erteilt habe, ist inhaltlich falsch. Das beweist wieder mal, dass die göttliche Herkunft des Korans widerlegt ist. Denn wenn, ich glaube, das Argument hatte noch niemand, der Sprechende aus islamischer Sicht Allah ist und dann er auch sagt, er habe den Kindern Israels etwas verordnet, dann würde dies bedeuten, dass er dies im Rahmen der Offenbarung der Tora gegenüber Moses getan hat. Kommst du noch mit? Nach islamischer Sicht hat Allah den Juden die Tora durch Moses offenbart und das Evangelium durch Jesus Christus. So ähnlich in der Form, wie der Koran über Mohammed den Muslimen offenbart worden sei. Jetzt kommt das Riesenproblem. Jedenfalls steht dieser Vers nicht in der Tora, sondern im Jerusalemer Talmud, im älteren von den beiden. Es handelt sich Wahnsinn. um eine rabbinische Weisheit und nicht um eine Gottesbefehle aus der Tora, wie dies der Autor dieser Koranstelle fälschlicherweise annimmt. Verstehst du? Ja, also die dachten, das ist von der Tora, aber es war von der Talmud. Dieser Richtig. Befehl soll ja aus, die denken, er sagt ja, die Schrift, habe ich ja vorher gesagt, würde dies bedeuten, dass dies im Rahmen der Offenbarung der Tora gegenüber Mose getan ist. Genauso wie nach islamischer Sicht Allah den Juden die Tora durch Moses offenbart hat und das Evangelium durch Jesus Christus. So ähnlich wie mit den Muslimen, wie der Koran über Mohammed den Muslimen offenbart worden sei. Und das ist jetzt das Riesenproblem, was da raus entsteht. Jedenfalls steht dieser Vers nicht in der Tora. Das ist ein Riesenproblem und das beweist wieder mal, dieser Koran kann nicht von Gott sein. Geht nicht. Dreh mal das Handy, Unmöglich. bitte gerade rum und zeig mal nur die rechte Seite, damit wir die Sure sehen, damit die Leute, Bruder, dein Internet hängt irgendwie. Besser? Ja, das hängt, dein Internet hängt manchmal. Zeig mal nur, genau, Sure 5. 32, ne? Genau. Leute, ich erkläre Warte, das ich noch mache mal das Ding jetzt. ein bisschen kleiner. Warte. Warte, ich mache das Ding ein bisschen kleiner, dass du besser sehen kannst alles. Dein Internet hängt manchmal, deswegen so alle 10, 15 Sekunden hängt das. Öfter sogar. Scheiße. Soll ich näher dran gehen? Ne, so ist in Ordnung. Also Leute, habt ihr gehört? In dieser Sure hat der Bruder erklärt, wurde etwas übernommen und es wurde angeblich, ja, es wurde gesagt, dass das von der Tora ist, was aber gar nicht stimmt. Es ist aus dem Talmud und nicht aus der Tora, wie fälschlicherweise angegeben. Genau. Und der Talmud gehört gar nicht zu der Bibel und es ist nur ein Überliefer. Also ich kann ja kurz mal nochmal, was du eben erklärt hast, was der Talmud ist. Es ist ein Buch, ja? Steht hier, Bruder. Lest vor hier das Rote. Das Rote, ne? Jedenfalls steht dieser Vers nicht in der Tora, sondern im Jerusalemer Talmud. Es handelt sich um eine rabbinische Weisheit und nicht um einen Gottesbefehl aus der Tora. Genau, die Tora ist ja die Weisung. Wie dies der Autor dieser Koranstelle fälschlicherweise annimmt. Yani Allah wusste nicht, dass dieser Vers nicht von der Tora ist, sondern von dem Talmud. Genau. Und das beweist, dass dieser Koran wieder mal nicht von Gott sein kann. Jesus Christus, das findest du leider nirgends, weil das ist ein Buch, was ich gerade schreibe. Aber vielleicht soll ich das in Fetzen aufteilen, weil ich habe schon echt viel gemacht. Ich habe Guck mal zwei, hier, drei schon. Ich weiß nicht, wie groß ich machen soll. ein Bruder, ein Bruder schreibt gerade, vielleicht wusste es aber Radio Mekka. Genau. Die Mekka Times, Mekka Times. Ja, die Mekka Times hat einen Reporter namens Abdullah. Genau. Viel, Bruder. Ich hab sehr viel. Ich habe sehr viel zu Kinderehen. Sehr, sehr viel zu Kinderehen. Zu Kinderehen habe ich sehr, sehr viel.
Ah, Buchempfehlung für jeden, der interessiert ist. Es gibt ein Buch, das ist von Robert Spencer. Robert Spencer sagt euch hoffentlich etwas. Dir sagt es bestimmt was, oder Harut? Robert Spencer? Robert Spencer. Ich habe auch ein Ja. Video über ihn hochgeladen. Okay. Der hat ein Buch geschrieben, Bruder. Das nennt sich The Clear Quran. Also der klare Koran. Er hat, guck mal, es ist, das könnten eigentlich sogar Muslime benutzen. Aber es hat nicht von Okay. einem Muslim geschrieben, sondern von einem Juden. Der tut dort, jede Sure ist drinnen in dem Buch. Direkt in dem Buch drin. Wenn die Sure zum Beispiel 1 und 1 ist, findest du sofort drunter alle Referenzen dazu, die du brauchst. Sofort. Weißt du, wie vorteilhaft das ist? Sofort steht da, was Negatives findest du. Tafsir von dem, Tafsir von dem, diese Hadith, dieser Hadith. Das hat er super gemacht. Ein richtig gutes Buch. Auf Amazon Bestsellerliste Platz 1 gewesen. Die Muslime haben sich zu Tausenden beschwert, bis Amazon das weggenommen hat. Okay. Also, der Clear Koran. Nee, ich schreibe es euch unten rein. Ich habe einen Vorschlag, und zwar, wir haben ja heute Schöpfungsgeschichte kurz gehabt. Danach haben wir über Allah und über den Namen Allah gesprochen. Wenn du willst, können wir das jetzt nochmal machen, wer Allah ist, weil ich fordere jeden Moslem auf, ja, beziehungsweise alle, die hier drinnen sind, auch die Geschwister, auch an die lieben Muslime, teilt bitte den Stream jetzt sofort an alle, die ihr habt, bitte. Weil wir brauchen unbedingt einen Mohammedaner, ja, einen gottergebenen Muslim, der uns erklären kann, wer Allah ist. Wir wollen wissen, wer Allah ist. Und das können wir gerne machen. Ansonsten, Sheikh, mein lieber Bruder, können wir doch auch einmal wieder uns der beziehungsweise dem Sonnenuntergang widmen. Du hast doch so ein schönes Video, oder? Bruder, wie oft müsst ihr das Video noch angucken? Schau mir ein Nein, anderes nein, das Video ist gut. an. Nein, Ich hab Bruder, viel ganz mehr. kurz. Bruder, Bruder, Ich Bruder, finde, okay. Bruder, Bruder, ganz kurz, sag einfach ja. aber Harut macht es gut. Mit was meinst Ganz du? kurz, ich finde aber Harut macht es gut. Bruder, erstes Thema, guck mal, es muss wirklich jeder mal gehört haben über dieses Thema. Deswegen das Video Ja. auch tausendmal hören, das ist ja kein Problem. Weil ich bin auch so ein Mensch, ich wiederhole, auch wenn es geht, tausendmal, bis es jeder mal Ja. verstanden hat und gesehen hat. Ab Das sofort, ist Shake. wichtig. Ab sofort, Shake, sagst du? Ja, gerne, Bruder. Ja, hast schon recht, hast Lass schon recht, hast du schon lass recht. uns, Leute, pass auf, und zwar es sind die Grundthemen, die wir ansprechen, weil keiner kann uns beantworten, wer Allah ist. Allah hat 7, 8 und 6 Tage gebraucht für die Schöpfung. Ibn Ja. Abbas, für den gebetet wurde, in Musnad Ahmad, wo Mohammed für ihn gebetet hat, sagen die einfach, ist nicht authentisch, hat gesagt, dass Allah angefangen hat mit der Schöpfungsgeschichte an einem Sonntag. Ja. Mohammed selber sagt im Hadith, dass es Samstag war. Dann sagt er im Koran, sagt Allah, dass die Sonne in einer Warmwasserquelle untergeht. Und im Hadith steht das auch. Deswegen, wir wollen jetzt wissen, ja, was es damit auf sich hat und warum die Sonne in einer Hamia untergeht. Hamia. Guck mal, Mahmud ist schon seit paar Tagen hier. Und schreibt immer wieder lustige Sachen. Einmal Metapher, einmal Ibn Abbas ist nicht authentisch. Nicht normal, ey, echt nicht normal. Ja, nee, alles ist, Leute, wenn es hart auf hart kommt, ist sogar der Koran daif. Wie kann man den einladen, ja? Genau, hier schreibt einer, Ibn Abbas ist Shia. Leute, habt ihr gehört? Manchmal ist Ibn Abbas ein Shia.